Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metro Exodus Sam's Story. So, was piept denn jetzt hier so blöde rum? Egal. Wir gucken uns jetzt hier einfach mal um. So, warte mal. Okay, hier ist eine Sprengfalle. Da will ich natürlich nicht reintappen. Du hast eine Granate gefunden. Halte C gedrückt, um eine auszuwählen. Ja. Will ich jetzt aber nicht. So, hier komme ich nicht hin. Hier ist noch eine Sprengfalle. So, was piept hier die ganze Zeit so wie blöd herum? Ne? So, jetzt ist vorbei. So, haben wir den hier. Ups, das wollte ich doch gar nicht. So, mal gucken, was haben wir denn jetzt hier so alles so Feines? Niemand zu Hause und... Oh, doch, doch, die gefällt mir. Die gefällt mir, die Frau. Ein echtes Schätzchen. So, ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier mal... Toller Fund. So. Neues Lied, ja. Ich habe natürlich einige Lieder hier schon versammelt. Bringt mir jetzt aber auch nichts, dass ich jetzt... Gut, das klimmert ja so ein bisschen rum. So, was haben wir denn jetzt hier? Da will ich ja nicht wechseln und komme ich hier rum. Ah, hier kann ich ein bisschen was herstellen. Ja, wunderbar. Oh, ich habe gar keine Medizin mehr. Ey. So, aber jetzt. So, Munition. Brandmunition. Könnte ich ein bisschen was gebrauchen. Nehmen wir mal 20 Schuss. Ich habe die Schrotflinte. Ich weiß nicht. Ich habe einfach keine Schrotflinte. Ich finde hier keine Schrotflinte. So, Moment mal, ich muss ja auch noch mal. Okay, das geht ja. Na, können wir so ein bisschen sauber machen. So, haben wir denn hier? Können wir auch noch mal ein bisschen was machen? So, warte mal. Ach, egal, scheiß drauf, machen wir sie mal komplett sauber. So, Luftfilter. Ich weiß nicht, ich werde die wahrscheinlich brauchen, wenn ich jetzt mir... ja, wenn ich jetzt loslatsche, um die Brennstäbe dazu holen. So, hupsala. So, ich weiß nicht. So, ich weiß jetzt nicht, ob da drüben irgendjemand ist. Ich muss erst mal gucken hier. Gehen wir erstmal in die Hucke hier. Nehmen wir erstmal den hier, nur für den Fall der Fälle. Sag ich doch, das sind welche. Das Schwierigste ist, ihnen beizubringen, dass sie die Leute nicht ohne Befehl ansprechen. Aber wenn sie das gelernt haben... Skeditza!
sein. Man kann sie sacken tragen oder in Schlitten ziehen lassen. Gerätst du in einen Hinterhalt, hältst du einfach deine Pferdchen auf die Räuber und schon ist alles gut. Lassen sie auch in Wettkämpfen antreten. Die Härtesten gewinnen die Preise. Sie können Antriebsräder drehen und so. Letztendlich ist das billiger als ein Benzinmotor. Man kann sie auch als Wächter einsetzen. Aber das ist nur Vergeudung von Essen, wenn du mich fragst. Ein Krüppel ist mehr als ein Hund, der taugt allerdings im Vergleich nicht viel als Wache. So. Ja, nun, der Hund ist das beste Freund. Das kann ich brauchen. Aber Krüppel als Haustiere. Vielen Dank auch. Jetzt ist die große Frage, wo sind die? Da gewöhnt man sich dran. Solange du sie gut fütterst, ist alles gut. Wenn sie allerdings Hunger haben, glotzen sie dich ständig an. Egal, wie gut du sie abgerichtet hast. Tja, kein Scheiß. Wir sollten uns auch umsehen, falls der Seraph beschließt. Verdammt! Hey Leute, was ist denn da unten? Da ist der Scheißkerl! Scheiße! Bist du am Arsch? Kacke. Hat das Miststück im Visier! Du wirst aufgeschnitten wie ein Fisch! Das ist natürlich jetzt scheiße. Jetzt ist natürlich die große... Der Scheißer war da oben. Na, ja, kacke. Miststück werde ich finden und abboxen. Da haben wir schon bessere gesehen als dieses Weichei. Ach, Scheiße. Naja, okay, gut. Gut. Die geben haufenweise Fabrikpolition für diese Krüppel. Hätte ich nie geglaubt, wenn mir das einer erzählt hätte. Wofür die Ausbildung sind überhaupt? Ich schlafe gleich ein. Die können abgerichtet werden. Kostet natürlich etwas Mühe. Das Schwierigste ist, ihnen beizubringen, dass sie die Leute nicht ohne Befehl ansprechen. Aber wenn okay. Sie das gelernt haben... Skeditza! Man kann sie Sachen tragen oder Schlitten ziehen lassen. Gerätst du in einen Hinterhalt, hältst du einfach deine Pferdchen auf die Räuber und schon ist alles gut. Lassen sie auch in Wettkämpfen antreten. Die Härtesten gewinnen die Preise. Sie können Antriebsräder drehen und so. Letztendlich ist das billiger als ein Benzinmotor. Gut, jetzt ist der eben gerade hier runtergegangen. Aber das ist nur Vergeudung von Essen, wenn du mich fragst. Ein Krüppel ist mehr als ein Hund, der taugt allerdings im Vergleich nicht viel als Wache. Tja, nun, wo ist der denn jetzt hingegangen? Aber Krüppel als Haustier. Vielen Dank auch. Wo ist der denn jetzt eben gerade hingegangen? Solange du sie gut fütterst, ist alles gut. Wenn sie allerdings Hunger haben, glotzen sie dich ständig an. Egal, wie gut du sie abgerichtet hast. Okay, dann gehen wir mal hier entlang. Falls der Seraph beschließt, vorbeizukommen. Ach, da ist er. Wenn wir das nicht mitkriegen, bringen wir uns alle auf. Hey, wer ist dieser Scheiß? Ja, wohl wahr. Scheiße. Du stehst gleich ein. Gut, dann schlaf gleich mal ein. Gut, hier ist auch so hingegangen. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Gut, dann gucken wir mal, wo ich hier hinkomme. Wahrscheinlich. Hey, Eule! Eule! Was willst du? Oh, da oben ist einer. Hör mal, ich hab nachgedacht. Du bist doch da oben, oder? Komm raus, du Scheinehund! Ich weiß, wo du bist! Komm raus, du Hurensohn!
Gut. Da ist nichts. So, wo? Jetzt könnte ich was zum Beißen vertragen. So. Wo war denn jetzt? So, warte mal, hier ist schon nichts. Was liegst du da rum? Gut, diesmal habe ich das ja ein klein wenig eleganter gelöst. Warte mal. Warte mal, ich jetzt die Waffe hier nehme. Jetzt habe ich jetzt auch meine doppelläufige. Hier habe ich meine Pistole. Ah, jetzt habe ich ja nicht meine doppelläufige. Ja, wunderbar. So, jetzt muss ich natürlich mal abspeichern. Ich muss jetzt aber erstmal gucken. Ne, da kommen wir nicht rein. So. Ja, da muss ich jetzt genau hin. Und da laufen bestimmt noch mehr Typen rum. Ah ja, da ist ja schon einer. Ob ich den von hier aus erwische, wenn der... Ja, nee, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Ist hier jemand? Hallo? Boah, ich habe zwar keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Okay. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Im Grunde genommen gar nichts, aber ist egal. So, jetzt gehen wir mal die Treppe hier hoch. Gut, hier läuft jetzt irgendein Generator. Kann ich jetzt hier irgendwas dran machen? Nö. Gut, dann gehen wir mal weiter. Okay, gut. Ich weiß das Ganze wieder. Ja, nee. Warte mal, da muss ich doch hier bestimmt
Oh, da ist einer. Gut. Jetzt ist so die große Frage. Ist das jetzt sinnvoll, einfach runter zu springen und dann da unten entlang zu gehen über den Steg? Aber muss ja, ne? Oh, warte mal, da ist noch einer. Du verdammtes Miststück! Also erwischt habe ich ihn, aber er ist nicht tot. Du entkommst mir nicht, so viel ist sicher. Ja, schön für dich. Jetzt natürlich nur die große Frage, wo kommt der jetzt entlang gelaufen? Komm schon, zeig dich, wo immer du bist. Ach, Kacke. Wir sind am Arsch! Schnell weg! Verdammt! Sie haben ihn erwischt! Wo ist er denn jetzt abgeblieben? Hä? Verdammt! Ich ergib mich! Ach, egal. Ich ergib mich! Hallo! So. Du hast gewonnen, Mann! Mir reicht. Ich ergebe mich mal. Ehrlich. So. Scheiße. Ich musste der Schöpf. So. Gut, ich hätte ja so einfach umlegen können, aber das ständige Umlegen hat ja auch schon bei dem beim Hauptspiel ja schon zum schlechten Ende geführt. Mal sehen, vielleicht kann ich es diesmal ein bisschen besser machen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das jetzt hier Auswirkungen auf das Ende hat oder falls überhaupt. So, jetzt nehmen wir mal lieber den Ballermann hier, weil ich muss jetzt erstmal gucken, wie komme ich. Ja, hier laufen Ratten rum, aber das ist mir eigentlich egal. Also von hier aus komme ich nicht nach oben. Da muss es hier irgendwie hier drin. Ja, ach, hier ist die Treppe. Gut. Da komme ich auch nicht rein. Ich nehme an, dass ich hier hin muss. Okay, und da ist ein Boot. Und dem kann ich dann wahrscheinlich lostuckern. Ja, hier muss ich da hin, aber ich will einfach mal das Fragezeichen da angucken. So. Eine noch weiter höher komme ich nicht. Gut. Gut, da muss ich jetzt wieder runter. Okay,
Dann machen wir mal eine kleine Bootsfahrt hier. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo muss ich jetzt überhaupt hin. Ach, verdammt nochmal. Ich komme gar nicht mit dem Boot wieder dahin, wo das Fragezeichen ist. Naja, egal, warte mal. Hey, Moment mal, was ist das denn jetzt hier? Hier war doch irgendwo eine gelbe Leiter. Da daneben nicht. Das ist ja echt schlechte Luft. Muss ich hier überhaupt hin? Nö. Aber wenn ich hier schon bin... Ja, aber will ich hier überhaupt hin? Na gut, wenn wir schon hier sind, dann können wir ja mal so mal ein bisschen umgucken, vielleicht. Finde ich ja hier irgendwas. Ach, eigentlich ist hier ja nichts Sinnvolles. Was soll der Blödsinn hier kommen? So, warte mal, ich muss jetzt noch gucken. Ich muss das irgendwie dran vorbeifahren und dann... Es sei denn natürlich, ich muss... Es sei denn natürlich, ich muss jetzt quasi jetzt da durch, um auf die andere Seite dazu kommen, um dann weiterfahren zu können mit einem anderen Boot. Na gut, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.